Moin Freunde, die NDS hier. Absolutes Knaller-Video erwartet euch heute. Guckt euch alleine nur mal die Eingangstür an. Von der riesen XXL-Villa, die wir gerade betreten. Da oben seht ihr auch noch den alten Kerzenleuchter. Ich hoffe, ich kann euch alles zeigen, weil es ist wirklich riesengroß hier. Und ich würde sagen, wir fangen gleich oben an. Das hier erstmal an, was das für Dimensionen hat hier. Unglaublich. Auch die geile Decke. Leider ist die Villa schon leer geräumt, aber es ist trotzdem ziemlich geil zu sehen, wie groß das Ding ist. Ich werde euch alles mal kurz zeigen, dass ihr so einen kleinen Überblick bekommt. Absolut krasser Lost Place, sage ich euch. Also das zweite Treppenhaus. Da geht es noch ein bisschen höher. Ich werde zum Schluss probieren, noch mal ein paar Bilder von außen zu zeigen. Wie krass riesig diese Villa hier ist. Allein schon der Dachboden. Hammer groß. Da geht es näher noch weiter. Ne, da ist versperrt. Da haben irgendwelche Idioten eine Tür hingeschmissen, sodass man da nicht durchkommt. Achso, hier wäre eh eine gewesen. Seht ihr? So ein bisschen hier aus, als hätten hier schon mal Obdachlose oder ähnliches gewohnt. Ach, Holztreppen, ihr wisst es, Freunde, ihr wisst es. Oha.
Ja, Freunde, dann sind wir schon mal ganz oben. Aber den Keller haben wir noch nicht gesehen. Und das Erdgeschoss. Da gab es auch noch ziemlich geile Räume und Decken und so ein Kram zu sehen. Ziemlich, ziemlich geil, sag ich euch. Krasse Location auf jeden Fall. Riesengroß, mitten im Stadtkern, wie gesagt. Falls ich aufgrund der ganzen Leute draußen nicht filmen kann, seht ihr das, die Villa ja nachher im Thumbnail. Von der Größe her absolut atemberaubend. So, weiter geht's. Fünfte Hälfte 58. Das ist heftig. So, gehen wir jetzt mal. Wo sind wir hier? Okay. Das sieht eigentlich aus wie so ein Motor vom Fahrstuhl oder so, würde ich behaupten, oder von so einem kleinen Lastenaufzug. Ja, vielleicht finden wir den ja noch. Ich muss euch sagen, mir geht ein bisschen die Düse, weil ich gelesen habe, dass im Keller da unten komische Sachen passieren. Ich werde im Keller nicht allzu viel sagen. Vielleicht ist heute ja der Tag, wo wir EVP Nummer 3 einfangen. Ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich komische Sachen von diesem Keller hier gehört. Scheiße. Okay. Na, wo fangen wir an? Wir fangen hier an. Leerer Raum. Ach ja. Nimmt es mir nicht übel, aber ich werde jetzt, solange wir im Keller sind, nichts mehr sagen. Falls wir hier was einfangen, wie die letzten zwei Male. Auf geht's.
fast unheimlich gerade. Schnell raus hier. So einen Keller habe ich auch noch nicht erlebt. Ich hoffe, wir haben vielleicht was auf der Tonspur. Wir werden sehen. Krass. Schnell hier raus aus dem Keller, dann zeige ich euch noch Erdgeschoss und dann sind wir hier soweit auch durch. Ich schwöre euch, Jungs, ich habe die Tür nicht berührt. Entweder war das jetzt ein Windzug, wovon ich stark ausgehe. Oder gucken wir mal, so stand die Tür. Aber die Tür stand ja die ganze Zeit so. Die geht von alleine so zu. Das ist seltsam. Guckt euch das an. Ja. Ich weiß nicht. Sehr seltsam auf jeden Fall, sage ich euch. Die Tür ist auf gewesen. Ich habe sie nicht festgehalten, glaube ich. Dann gehe ich durch die Tür. Und auf einmal geht die Tür zu. Unheimliche Scheiße. Hier sind wir reingekommen. Das zeige ich euch gleich. Hier fing das Video an. Tür, das haben wir schon gesehen. Das haben wir schon gesehen. Hier waren wir auch schon. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, war es das von dem Video. Ich probiere euch gleich nochmal die Villa von außen zu zeigen. Zur Not blende ich euch ein paar Fotos ein oder so. Mal gucken, was ich hier irgendwie noch auf die Reihe kriege. Weil, wie gesagt, ich ist mitten im Stadtkern. Das mit der Tür ist ein bisschen komisch. Ich weiß auch nicht. Vielleicht bilde ich es mir auch noch ein. Aber ihr habt doch auf der Videoaufnahme gesehen, dass die Tür auf war. Dann gehe ich durch und dann geht die Tür zu. Sehr seltsam. Auf jeden Fall, denke ich, haben wir alles gesehen. Denke ich mal, und ich sage in diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal, eure NDRs.